Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, heute sollen wir mal wieder über Immobilien reden. Kann man wieder, soll man schon wieder oder lass mal lieber die Finger weg. Dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen mit Expertise, der weiß das besser als ich. Er ist Senior Director Real Estate bei der Investmentgesellschaft Invesco. Freue mich sehr, ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Henrik Häusler. Super, ja, vielen Dank. Ich bin froh, hier zu sein. Toll. Und das Thema, wie schon gesagt, ist wirklich, glaube ich, sehr spannend, weil es nämlich auch sehr vielschichtig ist. Und es gibt da eben sehr gute Geschichten, wenn man so will, und sehr schlechte. Es ist ein breites Feld und das ist auch unbedingt wahr. Im Vergleich zu den letzten 20 Jahren hat sich da nochmal viel getan, gerade jetzt, gerade heute. Und deswegen ist es spannend und deswegen bin ich dankbar, dass wir darüber sprechen können. Super. Freue mich auch sehr. Ist die Zeit, in der ich kaufe eine Immobilie und vermiete die schön und dann zahlt die sich ab und dann habe ich da irgendwie eine Rendite, was ja so ein bisschen vernünftige Lage und so weiter und so fort jahrzehntelang irgendwie so ein gefühlter No-Brainer war, ist diese Zeit von dieser Anlageklasse in der Form vorbei? Das würde ich erstmal mit Nein beantworten. Okay. Warum? Und zwar diese Beobachtung, die Frage, der Hintergrund der Frage ist natürlich nachvollziehbar, weil die hätte man, ich sag mal, in den letzten 40 Jahren mal in die eine oder andere Richtung beantworten können. Nicht? Da gab es immer so insbesondere makro beeinflusste Parameter, wo man sagen konnte, jetzt ist eine günstige Zeit, jetzt ist die Zeit vielleicht ein bisschen weniger günstig. Aber in der Regel muss man sagen, gerade jetzt kann man eigentlich zu jeder Zeit gute, Ideen oder Anlagen umsetzen. Was insbesondere daran liegt, sind die Zinsen hoch, sind die Finanzierungen teuer. Das heißt, ich habe weniger Kapital, was ich einsetzen kann, heißt aber auch, in der Regel oft sind die Preise dann deswegen auch ein bisschen geringer. Nicht? Und wenn dann beispielsweise die Finanzierungen wieder günstiger werden, habe ich natürlich dann entsprechend einen größeren Betrag, den ich vielleicht einsetzen kann, aber dann werden auch die Preise wieder höher. Also in jeder Phase gibt es sicherlich gute Gelegenheiten, gerade jetzt, das ist vielleicht ein bisschen anders als früher. Aber, das ist natürlich nicht ganz falsch, vielleicht mal mehr, mal weniger. Ist immer die Frage, wie stark generalisiere ich den Markt? Ist Wohnen ein Markt oder sind das vielleicht 120 verschiedene Teilmärkte? Ne? Also München versus Nürnberg, Hamburg-Alster gegen Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Nicht? Das ist so pauschal immer sehr schwer zu beantworten. Mhm. Aber sehen wir nicht vielleicht so eine Art von, also vielleicht bezogen durch unnormale Zeiten, die wir haben, mit erst Inflation, starke Zinsanstiege, das ganze Thema energetische Sanierung und so weiter und so fort, durch eine unnormale Situation, eine Rückkehr zur Normalität, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den deutschen Wohnimmobilienmarkt nehmen, wo man sagt, wir hatten vielleicht 10-12 Jahre lang eine exorbitante Entwicklung, die mit den 4 Jahrzehnten davor nichts zu tun hat, denn die 4 Jahrzehnte davor waren Immobilien in Deutschland, wenn man jetzt mal nur die Preisentwicklung nimmt, jetzt nicht wahnsinnig sexy. Ja. Also ist es vielleicht eher so, dass wir zurückkommen zu einer irgendwie Form von Normalisierung und diese 10-12 Jahre, bedingt durch die extrem niedrigen Zinsen und die Preisexplosion, die unnormale Zeit war. Das ist ziemlich gut zusammengefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn man darf auch nicht verkennen, wie ich gerade sagte, man findet zu jeder Phase gute Gelegenheiten. Das ist auch jetzt der Fall. Mhm. Man muss aber trotzdem sagen, wenn man jetzt zurückblickt, hätte ich das Ganze beispielsweise vor 8 Jahren eine Wohnung gekauft, muss man ganz klar sagen, das war ein besserer Zeitpunkt. Nicht? Das ist auch richtig. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles wieder normal oder es ist genauso toll wie vorher. Das stimmt natürlich nie. Ne? Jede Phase, selbst im persönlichen Bereich, ist natürlich für jeden mal ist es gut, mal ist es schlecht. Kann man nicht immer replizieren in der Hinsicht. Nicht? Aber denke mal, was spannend ist, was man immer so im Kontext beachten muss, weil man kriegt dann oft beispielsweise, wenn man auf der Bank ist, kriegt man natürlich auch gesagt, so, naja gut, die Zinsen sind ja gar nicht so hoch. Ne? Das waren ja vor 10-12 Jahren, waren die ja genauso hoch. Ja. Das stimmt auch. Aber wenn man sich das mal, ich versuche es mit der Hand mal nachzumachen, ja, wenn man sich so eine Grafik vorstellt, hatten wir immer eine, also normale Zinsentwicklung, Margenentwicklung etc. Und auf einmal gab es diese Phase, die jetzt gerade vorbei ist. Und da war eine Niedrigzinsphase, gab es vorher auch, die war aber extrem lang. Mhm. So, das ist erstmal gar nichts Schlechtes. Das andere ist, jetzt beispielsweise oder jetzt vor kurzem noch, hatten wir Zinsen, die waren natürlich gefühlt sehr hoch, aber im historischen Kontext waren die jetzt nicht aufregend. Und da muss man auch ganz klar sagen, im Vergleich nochmal zur Finanzkrise, die Margen, also das, was die Bank da an Gewinnen oben draufsteckt, das war nochmal normaler oder gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Das war eigentlich ein ganz gutes Umfeld in der Hinsicht. Aber der Unterschied ist, dass dieses flache Feld super schnell hochgegangen ist. Und das ist eben, wenn man historisch sieht, ist das alles eher so gleichmäßig und das ging halt so schnell nach oben. Und das hat natürlich viele in der Finanzierung erwischt. Ja. Das heißt,
ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf Ihre Frage zurückzukommen. Das heißt natürlich, ich habe jetzt so einen Moment, wo ich habe hohen Bedarf an Wohnraum. Ich habe theoretisch, könnte ich gute Möglichkeiten finden, weil jemand vielleicht sagt, er ist zu Preisabschlägen bereit. Auf der anderen Seite habe ich aber das Problem, was dagegen arbeitet, dass natürlich parallel keiner anfängt, neuen Wohnraum zu schaffen. Das heißt, ich habe vielleicht so eine kleine Phase mit einer Preiskorrektur, was jetzt günstig für einen Käufer wäre. Auf der anderen Seite habe ich auch den Druck, dass nichts Neues nachkommt und ich habe praktisch das Angebot verringert sich, vereinfacht gesagt. Ja. Also das ist eine Situation, wo man sehr individuell auf die Situationen und Gegebenheiten achten muss. Nicht? Leider kann man da jetzt nicht so pauschal was sagen. Es kann gut, es kann schlecht sein. Nicht? Also dass jetzt beispielsweise viele lokale Projektentwickler da mit der Finanzierung natürlich ein Thema haben. Das heißt, das möchte ich ganz besonders betonen, heißt nicht, dass die schlecht gearbeitet haben oder generell nicht. Das ist einfach eine Natur der Sache, dass in so einer Extremsituation einfach Probleme auftauchen, die man vorher nicht hat. Und manche Modelle lassen das halt zu, manche eben nicht. Ja? Aber das heißt nicht, dass es dann nicht mit diesen Projekten irgendwann weitergeht. Aber es ist schon schwer gerade, muss man sagen. Also das ist jetzt eine Phase, wo man gute Investitionen finden kann, aber eben auch sich sehr intensiv damit beschäftigen muss. Nicht? Das ist nicht leicht gerade. Und ist dann nicht eher wahrscheinlich, dass wir noch eine weitere Marktbereinigung in dem Sinne sehen, weil, wie Sie es ja schon angesprochen haben, viele Projektierer haben natürlich operierten noch auf in dieser alten Welt, wo Geld nichts gekostet hat und die Preise einfach munter gestiegen sind und man irgendwie damit gerechnet hat, dass das wohl noch länger gut geht. Dem war halt dann nicht so. Also muss es da erstmal auch noch mal ein paar Leute rausspülen und könnte das auch noch mal den Preis weiter drücken beispielsweise? Ja, definitiv. Und das ist so ein bisschen, ich habe jetzt die Sorge, dass meine Antwort ein bisschen unbefriedigend ist, weil ich dann vielleicht das wirkt das ausweichen, das ist aber nicht so gemeint. Sonst können Sie auch noch mal im Detail nachfragen. Vereinfacht gesagt, wir sehen Objekte, und das ist jetzt, wir haben jetzt im Wesentlichen über den privaten Wohnungsmarkt ein bisschen gesprochen. Da muss ich ganz klar nochmal sagen, damit beschäftigen wir uns gar nicht, weil einfach unsere Expertise dort nicht liegt. Es ist ein toller Markt, aber bei Invesco, wo ich bin, haben wir hauptsächlich Logistikflächen, Büros in London Innenstadt, Wohnen in Tokio Innenstadt etc. Aber so diese typischen also Zwei-Zimmer-Wohnungssachen, das kann ich nur in meiner persönlichen Reflexion vom Markt so ein bisschen parallel beobachten. Aber dazu wollte ich sagen, da gibt es eben auch Objekte, die werden sicherlich noch weiter im Preis sinken, wohingegen aber andere Objekte schon wieder am Preis steigen. Ja. Das heißt, das, was man, und das kann man auch auf jeden professionellen Markt beziehen, beispielsweise Büros. Nicht? Also was früher immer sehr schön parallel lief, egal welche Marktphase, ging es mal hoch, ging es mal runter. Ich sage es mal vereinfacht, Frankfurt-Junghoffstraße, sprich Freskas da die Ecke, ne? Versus Frankfurt-Eschborn, also zwischen Frankfurt-Innenstadt und Taunus. Nicht? Das sind beides, ich sag mal, vom Charakter unterschiedliche Lagen. Aber die haben natürlich dementsprechend auch ein bisschen anderes Risiko, ein bisschen andere Ausschüttung, wenn man so will. Aber das lief immer so parallel, ne? Wir müssen hoch, ein bisschen runter. So, jetzt ist es aber ganz anders. Jetzt durch diese ESG-Anforderungen beispielsweise, die Marktbereinigung insgesamt, ich sag mal Veränderung der Büronutzung, sieht man eben, dass diese Flächen in Eschborn, ja, die werden vielleicht noch weitere Korrekturen erleben müssen, nicht? Weil auch dort zum Beispiel hohe Mieten nicht dem Aufwand für ESG-Maßnahmen entgegenstehen. Wohingegen natürlich die Junghoffstraße, man sieht es gerade, das ist irre, da werden, also selbst hier in München werden ja auch Mieten erreicht, die waren vorher niemals möglich, weil eben das Angebot so gering ist und die Verfügbarkeit einfach nicht da ist. So, und dann sehe ich eben auch, das ist im privaten Wohnbereich auch der Fall, sehe ich eben Sachen, da kann ich mich leider nicht entspannt zurücklegen und sage, ich warte noch mal ein halbes Jahr, dann wird der Verkäufer sicherlich noch ein bisschen elastischer, dann ist das schon dreimal verkauft. Ja. Andere Flächen, da stimmt das, da passiert erstmal ein Jahr lang nichts. Ne? Mhm. Also das ist, da kann man leider nicht so generalisierend sagen. Nicht? Das geht in beide Richtungen im Prinzip. Und generell der Markt ist, also ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, ist halt im guten Sinne wesentlich komplexer. Ja? Und diese Makrobrille, nicht? Dass man sagt, der Wohnungsmarkt geht rauf, geht runter. Ich so, ja, welche Wohnung ist das denn? Also da muss man, das ist gut eigentlich. Nicht? Man muss da schon stärker, früher hat man es jetzt auch im Detail angeschaut natürlich nicht, aber das war insgesamt, meinem Empfinden nach zumindest, ist es ein bisschen homogener. Mhm. Also ja, jetzt ist Asset by Asset, wie wir sagen. Genau, es ist also komplizierter geworden. Genau. Auf das jedes einzelne Projekt quasi oder Objekt bezogen, so kann man es sagen. Ganz genau. Das heißt, im Umkehrschluss, man hat mehr Möglichkeiten, einen guten Abschluss zu machen, aber genauso ist die Chance höher, dass man auch einen Fehler macht. Und man muss halt auch mehr investieren quasi, um einen guten Deal zu finden und zu machen. So, zurückkommt auf Ihre Ausgangsfrage, einen davor. Ich versuche das immer ein bisschen einzubinden. Wo Sie gesagt haben, was ist mit dieser Phase, die vorher gut war, die ist jetzt vorbei, was kommt jetzt? Ne?
die Phase vorher, das war genau so eine Phase, da habe ich gesagt, da schwimmen alle Boote oben. Ne? Ist so, ja. Da macht man gute Deals und manche machen noch bessere. Nicht? Aber irgendwie, man hat da wenig Risiko nach unten gehabt. Ne? Das gibt es natürlich immer, aber jetzt ist das eben nicht so. Ja. Ja, jetzt ist das ganz klar und das wird auch, das nochmal auf Ihre Frage, wird auch noch ein bisschen länger dauern. Heißt nicht, dass es keine guten Gelegenheiten gibt, aber sie sind eben, man muss eben mit sehr viel mehr Detailkenntnis da reingehen, dann findet man die auch. Es ist anspruchsvoller, definitiv. Aber einfach so, Wohnungen, Nürnberg, Innenstadtrand, boom, das funktioniert nicht mehr. Wie repräsentativ ist eigentlich das Marktgeschehen in Deutschland gerade? Sei es neulich diese Bulwiengesa-Studie über das letzte Jahr, dass das quasi die Zahl der Transaktionen ist ja quasi, hat sich ziemlich in Luft aufgelöst. Richtig. Vieles ist quasi unter der Hand weg, also nicht über den klassischen Markt, es in dem Sinne ja auch nicht gibt. Also wie repräsentativ ist überhaupt im Moment zum Beispiel die Preisentwicklung, soweit das überhaupt geht? Ganz schlecht, leider, muss man. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen subjektiv gefärbt, nicht? Ja. Also, wenn ich das so sage, wahrscheinlich darf ich das gar nicht, aber es ist, man muss schon sagen, es sind zwei, also ich versuche mal das ein paar Sachen dazu zu sagen, von meiner Perspektive aus. Das erste ist, immer diese schönen Headlines, die Transaktionszahlen brechen um x Prozent, irgendeine hohe zweistellige Zahl, brechen ein. Ja. Dieses und jenes passiert. Ich so, ja gut, ist das denn so überraschend? Wenn ich jetzt, ich komme aus einer langen Niedrigzinsphase und auf einmal habe ich eine Hochzinsphase, das heißt, ich habe enorm viel Unsicherheit, also muss ja gar nicht Schlechtes sein, nicht? Aber enorm viel Unsicherheit, die ich mir erstmal genau angucken muss, die Marktteilnehmer müssen sich erstmal anschauen, was da eigentlich passiert ist. Das heißt, ja, wer soll denn da auch eine Transaktion machen und warum sollte er das tun? Mhm. Nicht? Und man muss sich überlegen, die meisten Immobilien sind ja eher im konservativen Bereich zu finden. Nicht? Das heißt schon mal, ich habe da in der Regel eher einen langfristigen Horizont und ich habe jetzt da keine Renditeerwartung im Sinne von 20%, 30%, 40%, so Private Equity, sondern gibt es auch, aber in der Regel habe ich ja eher, sage ich mal, liege ich da so zwischen 5% und 10%, sage ich es mal vereinfacht. Nicht? Ja. Das heißt, da sind die Margen erstmal auch nicht so hoch, schrägstrich auch nicht so elastisch. Mhm. Wenn ich in so einer Phase wie jetzt bin und ich habe zwar Geld, was ich investieren kann und auch sollte, oder ich brauche Liquidität, also ich müsste vielleicht verkaufen oder würde vielleicht verkaufen, aber wenn ich nicht wirklich muss, wer sollte das tun? Da warte ich doch lieber. Mhm. Da ist doch ganz klar, dass das Transaktionsvolumen erstmal einbricht, also rein nach Zahlen, weil ich würde es auch, warum sollte man das machen? Dann warte ich doch lieber, oder? Ich meine, Es ist ja auch andererseits, warum sollte man jetzt unbedingt kaufen? Ja. Solange ich noch in Anführungszeichen hohe Zinsen habe, mit dem potenziellen Ziel, dass die Zinsen wieder ein bisschen sinken werden, über das Jahr gesehen. Ja. Dann sehe ich da jemanden, der, sagen wir mal, Portfolio-Manager, der hat Objekte, die er verkaufen möchte und er hat Objekte, die er kaufen will, weil er von Commitments, von Investoren bekommen hat, etc. Also beide Richtungen wieder. Ja? So, und dann schaut er sich den Markt an, was gibt es denn? Und das ist auf der Verkaufsseite, da sind viele Käufer, die warten erstmal ab. Und auf der Kaufseite, da sagt er selber auch, ich warte erstmal ab, was passiert. Ne? Weil ich habe hier eben keine, ich kann nicht so ein hohes Risiko gehen, weil das wird durch die Renditen nicht kompensiert oder potenziell kompensiert. Das heißt, also ich muss relativ eine sichere Ausgangslage haben und die ist momentan einfach nicht gegeben. Das nächste ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung fälle, kann ich natürlich 2 Jahre später sagen, alle super, toll gemacht, perfektes Timing. Ja, oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Und dann bin ich dann ist man lieber konservativ und sagt, dann lasse ich vielleicht die Hand da weg und warte, bis die Risikoprämien ein bisschen runtergehen, aber auch, dass das Risiko nach unten ein bisschen sich abbaut und dann bin ich da wieder in einem Sweetspot, wo sich 5-10% Returns auch wieder lohnen. Das ist ganz, ganz normal und auch richtig. Viele sagen, die Investoren sind zurückhaltend oder da gibt es noch andere Begriffe, die jetzt ein bisschen weniger charmant klingen. Da muss ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Also da bin ich ganz klar auch dagegen, weil das stimmt nicht. Was die machen einen guten Job. Die gucken sich die Sachen einfach länger an. Mhm. Die sagen, okay, jetzt ist eine Phase, wo eben nicht alle Boote nach oben schwimmen. Das heißt, ich habe zwar gute Chancen, aber ich habe eben auch hohes Risiko. Also muss ich mir das noch mal stärker anschauen. Mhm. Und das ist das, was sie tun. Also es geht halt mehr ums Rosinenpicken und nicht mehr um, ich kaufe den ganzen Kuchen. Nein, aber wenn ich Rosinen im Markt habe und ansonsten ein paar, was wäre das Gegenteil von Rosinen? Ich weiß nicht, faule Eier. Genau, faule Eier. Dann brauche ich halt vielleicht auch noch mal 2-3 Tage länger, um mir das anzugucken. Das ist das, was passiert. Das ist das, was es nicht zurückhalten. Die sind einfach nur, gehen stärker ins Detail. Das ist in Anführungsstrichen so ein bisschen die Marktphase. Und wir beispielsweise, wir haben natürlich, ich sag mal so, wir haben keine in Europa alleine, wir sind natürlich weltweit, aber wir haben in Europa haben wir nicht 50, nicht 90, wir haben knapp 200
Mitarbeiter in-house, also wie wir sagen in-house, das wollen sie, ja. die ganze Wertschöpfungskette zum einen kontrollieren, zum anderen sind die natürlich, ich sag mal, das Senior Management hat eine durchschnittliche Berufserfahrung von 25 Jahren, also die italienischen Kollegen in Mailand, die französischen in Paris, etc., also Locals, wenn man so will. So, und die haben natürlich jetzt in der jetzigen Phase, wir machen natürlich noch Transaktionen, weil wir natürlich off-market, wie wir sagen, also außerhalb des normalen Handelsgeschehens, sehr viele Kontakte, Ideen und Möglichkeiten auch teilweise in Gebäuden sehen, wo die Verkäufer gar nicht wissen, dass sie verkaufen wollen. Ja. Nicht? Und da kann man natürlich jetzt, ich sag mal, gibt es viele Situationen, wo es motivierte Verkäufer gibt, wo dann praktisch der Kapitaldienst nach der Refinanzierung auf einmal überhalb des Einkommens liegt. Ja. Das Gebäude ist super, aber die Finanzierungsstruktur ist so vor, weiß ich, 5, 6 Jahren gewählt worden, dass, wenn er jetzt refinanzieren muss, auf einmal die Interest Coverage Ratio, wie das so schön heißt, also Zinsdeckung, ist auf einmal negativ. Nicht? Ja. Dann habe ich natürlich, selbst wenn das Gebäude gut gemanagt ist, alles wunderbar, dann habe ich da ein Problem. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich das Gebäude noch behalte oder ob ich jemanden finde, der es vielleicht auch in so einer Phase kauft. Gibt natürlich Abschläge dafür. So. Und da haben wir natürlich, wir haben jetzt gerade beispielsweise einen großen, wir sagen Value Add oder High Return. Das ist natürlich genau die Strategie, die jetzt diese ganzen Sachen, wenn sie lokal auftauchen, rauspickt. Wir haben Abschläge im Innenstadtbereich von Amsterdam, einer der Großplätze, 45% vom Neuerstellungswert. Ich bin in der Top-Grade-A-Immobilie zum Beispiel. Oder wir haben gerade verkauft für das zweifache Equity Multiple Logistik bei Dresden. Also es gibt auf beiden Seiten, ist aber kleinerer als Volumen natürlich. Nicht? Aber es passiert noch. Aber das ist auch, das ist ja eigentlich was, wo man sagt, okay, da könnte natürlich auch nochmal so eine Preisbereinigung kommen. Ne? Wir hatten ja, wann ist das erste Mal die 1 vorm Komma gestanden? Das ist 2014, 15 gewesen, sowas rum. So, das heißt, das sind wir jetzt bei 8 Jahren, 9 Jahren. Jetzt kommen ja so diese klassischen Refinanzierungsphasen, wo halt am Anfang mal eine 1 stand und jetzt steht halt eine 4 oder jetzt vielleicht eine 3 dran, vorne dran. Und dann rechnen sich natürlich manche Sachen plötzlich nicht mehr, wie sich vor 7, 8, 9 Jahren absolut halt irgendwie noch gerechnet haben. Ne? Genau, und zwar natürlich in Anführungsstrichen für jeden. Nicht? Ja. Also gut, das ist auch nur mal den Kontext, warum ich dann auch aus der Perspektive so ein bisschen argumentiere. Also wir haben in der Regel in dem, was wir nennen, stehendes Portfolio, also das, was wir haben und was wir länger behalten, da haben wir, ich sag mal, durchschnittliche, das ist jetzt ein bisschen, also durchschnittliche fixe Finanzierung von locker über 5 Jahren mit einem vernünftigen Zins. Wir haben eine Finanzierungsquote von unter 30% in der Regel. Das heißt, für uns ist das nicht so relevant, nicht? Ja. Aber es liegt auch daran, dass wir ein spezielles Segment haben. Aber das gilt für viele andere nicht. Für viele andere nicht. Genau, ich will damit nur sagen, das geht nicht um besser oder schlechter hier. Es ist einfach nur, wir haben ein Segment, wo wir das prinzipiell schon so machen. Ja. Das ist natürlich, hilft uns jetzt enorm, ist aber auch wenig, sollte auch so sein. Nicht? Also dafür vergeben uns natürlich dann Chancen auf der anderen Seite. Das ist ganz klar. Die andere halt eben nutzen konnten, diesen jetzt haben jetzt ein Problem. So, 3 Sachen, was Sie in Anführungsstrichen indirekt angesprochen haben, die jetzt ganz wichtig sind. Das erste ist, oder es gibt mehrere natürlich, aber ich denke mal, das sind so die 3 wesentlichen Treiber. Das eine ist das, wie Sie schon sagten, Refinanzierung. Ja, also ich hatte es eben kurz auch ein bisschen als Beispiel genannt, wenn ich natürlich da eine Refinanzierung machen muss, die wesentlich schlechter ist oder das den Cashflow, wie man sagt, plötzlich ins Negative treibt, nicht? Dann habe ich natürlich da ein extremes Problem. Das zweite Problem, Vergleich, globale Finanzkrise, da habe ich ja auch ich habe das nicht verursacht, glaube ich, aber ich war zumindest dabei. Ne? Ja. In der Zeit, da waren ja für dieselben Objekte, waren die Finanzierungsquoten wesentlich höher. Das war ja im Nachgang der Finanzkrise, wurde das ja auch durch die Regulatoren sehr gut, glaube ich mal, gemanagt, dass eben diese Quoten jetzt wesentlich geringer sind. Das hilft aber jetzt den jetzigen Eigentümern wenig, weil das bedeutet, dass jetzt die Korrektur, wie Sie sagen, richtigerweise stattfindet, also die Werte gehen runter. Ja. Das heißt, wenn die Werte runtergehen, bleibt die Finanzierung ja erstmal dieselbe. Das heißt, die Finanzierungsquote wird im Objekt aber höher. Aber sie ist immer noch nicht so hoch wie bei der Finanzkrise. Heißt im Umkehrschluss, die Bank, ist ja erstmal salopp, ist noch im Geld. Nicht? Die Bank guckt sich jetzt an und sagt so, okay, wenn ich jetzt, wenn es richtig schlecht läuft, dann fällt mir der Kreditnehmer weg. Aber und ich kriege das Objekt, aber ich habe die Finanzierungsquote ist noch so gering, dass ich relativ komfortabel bin und sage, okay, ich bin immer noch im Geld. Ja. Das heißt, ich kann das ist eben der Unterschied zur Finanzkrise, da war das nicht so, ich kann jetzt überproportional als Bank Druck ausüben auf den Kreditnehmer, nicht? Weil ich eine relativ sichere Position habe. Nicht? Damals war es so, da war die Bank sofort genauso im Risiko. Das ist jetzt anders. Das heißt, Refinanzierungsdruck. Das zweite ist, das ist vielleicht ein bisschen kryptischer als das Thema IRR oder Performance. Viele Objekte sind in,
ja auch in Fondsstrukturen oder die gehören, irgendwem gehören sie ja, werden von irgendwem gemanagt, der sagt, okay, ich erreiche da die und die Rendite. Wenn jetzt die Preise fallen und gerade in IRA, eine IRA-Rendite, also ein Internal Rate of Return, ist ja immer auch noch zeitbezogen. Also vereinfacht gesagt, desto schneller ich mein Ziel erreiche, desto besser wird diese Zahl. Mhm. Desto länger ich brauche, um mein Ziel, meinen Verkaufspreis von 100 vielleicht, zu erreichen, desto schlechter wird diese Zahl. Zumindest im Vergleich. Ja? Mhm. Und da ist es natürlich dann wichtig, sage ich, okay, ich habe jetzt Abwertung, das verändert, ist schon mal negativ für meine Performance. Und soll ich dann jetzt verkaufen mit Abschlag oder habe ich die Hoffnung, dass es dann in 2 Jahren später die Preise wieder hochkommen? Dann habe ich aber auf jeden Fall auch auf der Perspektive eine schlechte. Also da gibt es viele, die motiviert sind, auch das dann zu verkaufen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, das ist das Thema ESG. Ne? Also ja. ESG, da kann man jetzt separat diskutieren, bleibt der Punkt, die Leute wollen vereinfacht gesagt, effizientere Gebäude, wer will das nicht? Also weniger Nebenkosten. Schön, ja. Nicht? Für die eigene Ökobilanz auch gut. Also das ist eigentlich nichts Schlechtes dabei, das kostet aber Geld. Das Governance gehe ich jetzt mal aus, dass jeder das halbwegs im Griff hat, aber das Thema S ist einfach so wie hier. Ne? Das ist attraktiv. Also es gibt die Fläche, die ist attraktiv und es gibt die andere Fläche, die ist attraktiver. Mhm. Ja, und die hat einfach theoretisch dann mehr vom S. Also das sind alles Faktoren, die aber das Produkt besser machen, also Immobilie, energieeffizient, bessere Nutzbarkeit, attraktivere Aufenthalt etc. Kostet aber das Geld. Ja. So, jetzt kann ich aber natürlich in London Mayfair kriege ich Mieten, das sage ich jetzt gar nicht, ist astronomisch, ne? Die steigen sogar noch. Das ja. ging das zu Canary Wharf, ein bisschen weiter außerhalb der Innenstadt von London. Da sind die Kosten für solche Sachen ja mehr oder weniger gleich. Nicht? Immer so eine Lüftungsanlage kostet auch draußen außerhalb von Nürnberg dasselbe wie in London Innenstadt. Ja. So, aber ich habe natürlich ganz andere Mietniveaus in London Mayfair, also jetzt mal als Beispiel oder Frankfurt Innenstadt. So, und da kann ich natürlich dann diese Kosten viel besser kompensieren. Mhm. So, und viele Eigentümer sehen jetzt halt, dass sie im Prinzip gute Objekte haben, aber um die auf den Standard zu bringen, ja. um allein nur die Mieten mal zu halten, ja, haben sie schon extremen Investitionsaufwand. Und da gibt es das Thema Kosten und das Thema Kapazitäten. Also ich meine jetzt vom Know-how in diesen Firmen, die diese Objekte halten. Das heißt, da sind viele Faktoren, die für die Eigentümer dann sehr ungünstig sind. Und das ist nochmal ein dritter Grund, warum sie zu motivierten Verkäufern werden. Mhm. Nicht? Und dann gibt es natürlich Leute wie uns, wo sie sagen, es ist gut, dann, also, weil wir können das dann kaufen. Genau, also ist so ein bisschen die Zeit quasi für, wer sehr liquide ist, kann schon mal anfangen, die ersten Schäppchen zu machen, weil der Preisdruck eben zunimmt für viele zu sagen, ich verkaufe es lieber jetzt mit noch einem fetten Abschlag. Ganz genau, also, aber das ist auch keine Magie. Die Entwicklung quasi ist vorweg. Es ist keine Magie, ne? Das ist ja. halt so, okay, es gibt eine Korrekturphase, das ist automatisch, dass auf einmal, sag mal, 10 Objekte am Markt sind, davon sind 5 nicht gut und 5 sind interessant, 3 sind richtig spannend und dann versucht man sich darauf zu fokussieren. Mhm. Und wenn man jetzt einmal so tief im Markt und drin ist, wie ich hoffe, wir das sind, beispielsweise sieht man diese Sachen natürlich ja. etwas öfter. Man kann das Risiko ein bisschen schneller einschätzen, ist dann ein bisschen dem Markt voraus und kann dementsprechend ja. dann auch höhere Returns perspektivisch erzielen. Und diese Normalisierung, Frage von vorhin, das wird dann so, vielleicht jetzt gebe ich mal einen Zeitpunkt, da werde ich bestimmt für gerügt, aber ich sag mal, also wenn es nicht dieses Jahr ist, nächstes Jahr denke ich schon. Also wenn man auch die Entwicklung am Bond, also Anleihen- und Aktienmarkt sieht, das ist schon wesentlich weniger, ist nicht gut, aber weniger dramatisch als noch nach der Finanzkrise ja. beispielsweise in alle Richtungen. Also. Und man hat natürlich die Absehbarkeit, dass die Zinsen wohl in nächster Zeit nicht mehr weiter steigen werden. Das würde mich sehr überraschen. Das ist nicht allzu kynisches Wort. Ja. Das würde mich sehr überraschen. Das ist ja auch... Wer hat denn daran Interesse beispielsweise? Nee, natürlich niemand, ja. Nicht? Also viele, die da mitreden bei diesen Themen, haben ja selber noch ein großes Schuldenportfolio. Da wollen sie auch sehen, dass da vielleicht Refinanzierungskonditionen sich gut entwickeln. Aber es ist ja, am Ende des Tages gilt das ja quasi auf großen Objekten wie auf, in Anführungszeichen, kleinen Wohnobjekten. Absolut. Dass wir im Moment, also das ESG-Thema ist halt dann in Deutschland eher ein energetisches Sanieren-Thema. Wo natürlich schon auch immer noch Druck drauf ist. Ne? Wer will jetzt so ein 70er-Jahre-Haus oder auch eine Wohnung haben? Denn das Ding auf irgendein, wie auch immer, geartetes politisches Level zu bringen, dass es attraktiv ist, da muss man schon einen Haufen Geld in die Hand nehmen. Und gleichzeitig wird mutmaßlich, wenn die Mieten nicht so stark steigen können, selbst in tollen Ballungsräumen wie München, ja. Um daraus noch eine attraktive Rendite zu machen.
Ja, was ich gerade angesprochen haben, da stimme ich so ein bisschen zu. Also meine persönliche, ich bin ein ganz klein wenig, das ist glaube ich gut, aber überrascht, dass die Mieten zwar steigen, aber nicht so stark. Ja. Ich jetzt vermute, dass das anders ist, aber trotzdem steigen sie noch ausreichend, sage ich mal. Aber vollkommen klar, ich denke mal jetzt, abgesehen von dem, was wir im kommerziellen, großen Investitionsbereich global machen, ja, mal bezogen auf den Vier-Personen-Haushalt oder die Drei-Zimmer-Wohnung beispielsweise oder kleines Haus vielleicht. Da denke ich mal, dass viele, das weiß ich nicht genau, aber dass viele einfach da so ein bisschen auch stark verunsichert sind, weil eben da die Gespräche, wie das denn aussehen soll, so komplex verlaufen, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist ein Problem. Da muss man, glaube ich, stark und schnell, wenn nicht nur nicht zwingend 100% die richtigste, beste Lösung finden, aber eine Lösung, die zur Orientierung dient, damit man einfach vernünftiger planen kann. So ist es ja wirklich, das angesprochene 70er-Jahre-Gebäude haben wir in München ja ein paar, ne, mit der Ölheizung unten im Gemeinschaftsheizkeller. Das ist natürlich dann, das ist ein Riesenfragezeichen. Was kann das, bedeutet das für mich? Ne? Kann ich dann so eine Wohnung vielleicht mit Abschlag günstig kaufen? Aber was ist dann, wenn nächstes Jahr die Hausgemeinschaft vor die Aufgabe gestellt wird, das alles zu erneuern? Nicht? Und dann habe ich da ein großes Fragezeichen drauf, was ich mir vielleicht nicht leisten kann oder möchte. Und das ist in der Tat ein Problem. Auf der anderen Seite ist, und das gehe ich wieder zurück in den Büromarkt von London Mayfair, da ist es so, es gibt natürlich schon eine regulatorische Entwicklung, aber die Unternehmen, die dort Flächen nutzen, die sind dieser Regulatorik weit voraus. Ja. Warum? Die haben in der Regel ein sehr öffentliches Profil. Die müssen verschiedene Stakeholder, wie man sagt, müssen die ja zufriedenstellen. Das heißt aber auch, sie müssen ihr Top-Mitarbeiter müssen sie halten. Sie müssen die Top-Abgänger von den Universitäten bekommen, weil sie im Wettbewerb stehen mit allen anderen Firmen links und rechts. Und wenn sie da nicht die besten Flächen bieten und nicht das grünste oder progressivste oder fortschrittlichste Profil zeigen, was für die ja nicht so schwer ist. Das heißt, dann gehe ich doch in die Fläche, die jetzt da jemand anbietet, wo das vielleicht eine denkmalgeschützte Altbaufassade ist, aber innen drin komplett modernisiert mit wahnsinnig tollen Flächen etc. Dann darf man auch nicht verkennen, dass für solche Unternehmen, die im starken Wettbewerb stehen, das ist teuer, solche Objekte in Mayfair, nicht? Aber es ist immer noch so, dass die Personalkosten, um da im Wettbewerb zu bleiben, sind immer noch über 10-mal höher als die Mieten, die da gezahlt werden, nicht? Und ein Beispiel außerhalb von Invesco, deswegen darf ich das sagen, HSBC ist eine berühmte Bank, die haben auch in Canary Wharf, das ist außerhalb von Docklands, sagt man, gegenüber von Greenwich in London, so ein wirklich toller Büro-Satellit, wenn man so will, da haben die einen tollen Tower, da ziehen die jetzt raus. Ja, die gehen jetzt in die Innenstadt da beim St. Paul's Cathedral. Da ist ein 60er Jahre, wie ich richtig informiert bin, BBC-Gebäude, das wird komplett gedreht, da kommt, glaube ich, sogar, habe ich nur Gerüchte. Ja. Da soll auch ein Pool noch aufs Dach. Ja. Hälfte der Fläche nur noch, aber doppelte Miete. Also die Zahlen finanziell ist das für die Masters, das ist dasselbe. Ja? Ja. Aber sie, das ist eben der Schritt in die Richtung stärkere Innenstadtbindung, attraktivere Fläche. Da kommen die Leute gerne mehr zusammen. Die können sich mit anderen Kollegen auch von umstehenden Firmen besser vernetzen an der Stelle. Viel attraktiveres Gebäude, halt kleinere Fläche, aber eben viel interessanter. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es hingeht. Und das ist eben das E und das S. Letztendlich ist das nichts anderes, als wenn Sie ein Auto kaufen. Ich kaufe mir auch das Auto, was energieeffizient ist, allein schon, weil ich keine 20 Liter Diesel raushauen will. Ja. Nicht? Und dann, wenn ich sagen kann, ich kann Ledersitze bekommen, statt irgendwelche alten Stoffsitze, nehme ich die auch. Weil das S, ne, weil es schöner ist. Ja, klar. So, und so viel anders ist es heute auch nicht. Das heißt zwar ESG letztendlich, aber es geht immer nur darum, effizient und attraktiv. Mhm. Aber dann ist es ja quasi, also das ist jetzt auch keine Neuerkenntnis, bedingt durch, dass wir alle im Homeoffice sind, ist der quasi Gewerbeimmobilienmarkt ist ja dann noch differenzierter und das wird sich mit Sicherheit auch fortsetzen. Also auch da gibt es keinen breiten Markt mehr, der wahrscheinlich wieder zurückkommen wird zu einer gewissen alten Stärke, sondern... Das ist eine gute Frage, weil da haben Sie an mehreren Punkten nämlich recht. Und das ist erstens, dass ich hatte so ein bisschen in Referenz zu dem, was ich vor 20 Jahren gesehen habe, als ich angefangen habe, so als kleiner... Also schon groß gewachsen, klein nicht, aber genau, unerfahren, nicht? Also fast immer noch der Fall. Aber jedenfalls, da waren das in der Regel, ich sag mal, viel stärker, wie wir sagen, makroorientiert. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe irgendwie Anleihen in meinem Portfolio, ich habe Aktien in meinem Portfolio, ich will diversifizieren, ich mache Real Estate, also Immobilien. So, das sollte möglichst konservativ sein, also kaufe ich dann in Anführungsstrichen irgendein Bürogebäude in irgendeinem Arrondissement, Innenstadtbereich von Paris. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja. War es auch nicht, nicht. Also bei Fundamentaldaten alles wunderbar. Wenn ich heute in Paris investiere, 20 Jahre später, dann sage ich ja, wo ist es denn? Und dann sagt das Gegenüber so, ja, es ist am Boulevard Haussmann. Sag ich so, welche Hausnummer denn?
Nicht? Also welches Gebäude ist es denn? Ja. Nicht? Weil das macht einen Riesenunterschied. Mhm. Das ist viel differenzierter. Das ist wie das Beispiel, wo wir hin, als wir einen Kaffee getrunken haben, noch gesagt haben, so früher gab es irgendwie bei BMW einen 3er, einen 5er, einen 7er und Cabrio, das war's. Ja. Heute gibt es, ich weiß es gar nicht, 20, 30, 40 verschiedene Modelle, ja, also, wenn man so will. Und das ist eben heute bei Immobilien auch der Fall. Man kann nicht mehr so vereinfacht sagen, es ist ein Bürogebäude. Zumal auch, wir haben beispielsweise ein Objekt in Stockholm gerade, also eins von vielen Beispielen, die ähnlich sind. Das war ein reines Mono-Bürogebäude, relativ schäbig, kann man sich richtig jetzt mal in Gedanken vorrufen, hässlich, Beton, furchtbar, ja? 70er Jahre, ein bisschen dreckige Fassade. Jetzt muss man sich das jetzt mal anschauen, was wir gemacht haben mit den lokalen Teams, mit Planungszusammenarbeit in der Stadt etc. Das ist immer noch dasselbe Gebäude, sieht aber ganz anders aus. Da haben wir alles, erstmal die Primärstruktur, also das Betonskelett, da wo das Carbon drin ist, das Embedded Carbon drin ist, haben wir stehen lassen. Da haben wir schon mal, je nach Rechnung, 50 bis 80 Jahre Heizkosten gespart. Also das ist wirklich umweltfreundlich. Nicht abreißen, sondern stehen lassen. Alles raus natürlich, aber es ist dann leichter Technik drin ist. Neue Klimatechnik rein, neues Flächenlayout, aber die Struktur auch genutzt. Drei Stockwerke wohnen obendrauf, Terrassen öffentliche Nutzung, Terrasse exklusiv für Mieter, zwei Ladestationen für E-Fahrräder, das ist direkt eine S-Bahn gegenüber, Hotel, Restaurant, also es ist ein sehr komplexes, ist das ein Bürogebäude? Nicht mehr, offensichtlich. Ich weiß es nicht genau. Ja. Es ist auf jeden Fall aber eine moderne, kleine Ministadt, wenn man so will. Und es ist extrem gut angenommen worden bis jetzt. Wir haben das Gebäude noch nicht ganz fertig, es ist schon de facto voll vermietet. Nicht? Das ist natürlich toll. Und auch mit der bonitätsstarken Mietern, die genau sowas wollen. Nicht? Und das ist dann so ein bisschen der Wechsel. Wie war das früher, wie ist es heute? Und dann vollkommen richtig, muss man sich das alles genau angucken. Und einen Satz hatten Sie noch gesagt in Ihrer Frage. Ja, für viele Objekte ist es dann auch schon schwer, dann wieder mal hochzukommen. Nicht? Man hat das in der Finanzkrise gesehen, da geht ja alles so ein bisschen dann erstmal runter, manches mehr, manches weniger. Und dann, auch stark vereinfacht, geht dann irgendwann alles wieder, oder ging dann alles wieder hoch. Ja. Ist im Gesamtmarkt auch nicht falsch gewesen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich jetzt ändert. Mhm. Weil wenn jetzt Leute Portfolien haben, die jetzt schon extrem stark abgewertet haben, heißt das aus meiner Perspektive nicht, dass die auch wieder auf die alten Werte zurückkommen. Weil man sie dann so nicht mehr in der Breite braucht. Sie werden wahrscheinlich vielleicht sogar im schlechtesten Fall komplett obsolet. Nicht? Ja. Also die guten Objekte, die haben wenig abgewertet und kommen auch wieder überproportional zurück. Ne? Also nochmal zurück, London Mayfair. Leerstand 2021 4%, jetzt 2%. Ja. Währenddessen sind die Mieten um 10% gestiegen. Draußen Canary Wharf das Gegenteil der Fall. Ne? Leerstand hoch, Mieten runter. Ja. Also das, was früher parallel so einigermaßen funktionierte, ist jetzt eben, entwickelt sich wie eine Schere auseinander. Nicht? Die Guten werden noch besser, wenn man vereinfacht das so sagen will, die Schlechten bleiben schlecht. Ja. Das ist jetzt sehr pauschal. Sehr vereinfacht dabei, Das ist jetzt nur sehr vereinfacht. Nicht? Weil Gott, auch da, wenn ich sage, es ist komplexer geworden, sind die Unterschiede auch nochmal größer. Aber in Summe muss man sich das unter dem Aspekt schon anschauen. Mhm. Nicht? Und da wird es leider eben auch ein paar Sachen geben, die nicht wieder zurückkommen werden. Wenn wir mal das ein bisschen, ich breche nochmal auf den deutschen Markt natürlich runter und auch vielleicht ein bisschen auf das Thema Wohnimmobilien, weil es wird halt nicht mehr gebaut. Ne? Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis der letzten Jahre, weil irgendwie alles ein bisschen schwieriger geworden. Wie will man da eine Kehrtwende reinbringen? Denn das ist ja auch, wenn man jetzt mal aus Investorensicht kommt und am Ende des Tages ist es jetzt im Kleinen wie im Größenmaße meistens dasselbe, außer man hat vielleicht mehr Kapital natürlich, haben wir natürlich eine Situation, Risikofaktor, wie soll man denn in Zukunft bauen, was darf man bauen? Wir haben in Deutschland mit die höchsten Baukosten pro Quadratmeter. Ich glaube, nur noch die Holländer haben ähnlich teure Baukosten. Also nirgends wird zu teuer gebaut, bei gleichzeitig eben moderat nur steigenden Mieten. Richtig. Ja, das ist, also, gibt's das macht es halt auch nicht sexy, ne? Das macht es nicht sexy, aber da ist auch eine kleine gute Nachricht drin, weil mehr Komplexität bedeutet einfach auch, hoffe ich, dass am Ende das Produkt besser ist, weil einfach weniger Marktteilnehmer. Es gibt immer noch, das darf man nicht verkennen, gerade in der Niedrigzinsphase, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, da wurde auch einfach viel Schrott auf den Markt gegeben, wo man jetzt sagt, na gut, hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Wie immer, nicht? In der Endphase einer Goldgräberstimmung. Und auch, genau, deswegen auch kein Vorwurf, weil völlig normal, wer würde das nicht machen? Ich meine, man kann nicht jedem irgendwie vorwerfen, dass er sich da 20 Moralrunden dreht, bis er dann, weil ist man ja vielleicht selber, wenn man ehrlich ist, auch nicht immer zumindest. Nicht? Also wie auch immer. Jedenfalls, ich denke, da werden am Ende dann bessere Produkte rauskommen, weil es einfach schwieriger wird. Ich kann nicht mehr aus Hamburg eine Projektentwicklung in München steuern, ich brauche ein Münchner Team.
bestenfalls. Ne? Also genau wie wir auch in den Märkten lokal aufgestellt sind. Das ist nicht nur, weil das gut klingt, sondern einfach, weil das eben die Grundlage ist in einem komplexeren Umfeld als vor 20 Jahren. Und gerade in so einem spannenden Markt wie jetzt, da Alpha, wie wir sagen, Alpha zu produzieren. Aber jetzt nochmal konkret auf die Wohnungssorge, weil die ist berechtigt. Die hohen Kosten, das ist in der Tat richtig. Das ist natürlich ein Problem. Man kann aber auch das, wenn man will, da kann man auch was Positives draus lesen, weil, also ich hatte früher mal, vielleicht sagt Ihnen das was, so ein 123er Mercedes und zwar Diesel. Ja. Cooles Auto, also finde ich, wenn ich den bedacht zum Beispiel, traumhaft, also schöne Form und so, tolles Auto. Ja, absolut. Da gab es drin, ich habe sogar ein Becker Europa-Radio, wer das kennt, das war so das Top-Line, ne? Und, aber ansonsten gab es da nichts, ne? Da waren irgendwie Lüftung links, rechts, so heiß, kalt etc., also alles sehr, sehr einfach. Sicherheitskonzept gab es da, also noch nicht mal Airbag, ne? Da gab es da auch nicht, es war zwar viel Platz da drin, aber es war alles sehr, sehr, Kofferraum ging natürlich auch, muss ich auch selber auf und zu machen etc., Schiebedach mit der Hand und all solche Sachen. Was ich sagen will ist, die Autos heute, das ist ja ein Quantensprung, was da alles mit Servos bedient wird, was da alles hybrid-elektrisch mit den Motoren möglich ist etc., die eigentlich von den Verbrauchswerten etc., klimatechnisch jede Zone einzeln bedienbar, also diese ganze Technik, die da drin ist, ich will damit nur sagen, man kann das auch schlecht vergleichen. Also mit einem 50er-Jahre-Zweckbau vor den Toren von Hannover, wenn ich dann allein schon den gehobenen Sozialbau hier in München sehe, wie der allein schon von der Klimatechnik ausgestattet ist, das ist ja... Das ist ein Riesenunterschied. Ich will erstmal damit sagen, ja, teuer, man kriegt auch was dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur gestiegen ist, die Preise. Das ist wie beim Auto eben, wie gesagt, die Ausstattungsstandards sind einfach auch schon mal am Tag 1 schon mal höher. Ja. Ne, das bedingt natürlich auch die hohen Kosten. Push-Regulatorik, Energie im Effizient ist für uns alle gut. Also das ist auf jeden Fall erstmal nichts Schlechtes. Aber es macht es natürlich schwieriger, wenn die Baukosten steigen, aber die Erträge nicht bekommen. Ne? Es gibt natürlich, das ist auch gut so in Deutschland ja gewisse, vielleicht immer nicht perfekte, aber zumindest gibt es da Mechanismen, um die Mieten so ein bisschen in Schach zu halten. Das ist ja auch, soll ja auch so sein. So, jetzt muss ich natürlich, gestiegene Komplexität, brauche ich eben Investoren, die damit effizienter umgehen können. Die können noch gute Sachen machen. Im Wohnungsbau insgesamt darf man halt von diesen Wertsteigerungsraten, die wir gesagt haben, nicht mehr ausgehen. Das heißt, wie bei allen, und das kann ich gleich pauschal sagen, für alle Objekte eigentlich der größte Werttreibungsfaktor ist das Einkommen. Jetzt haben Sie aber richtig gesagt, na gut, beim Wohnen ist das Einkommen jetzt nicht so irre im Vergleich zu dem, was da an Kosten dagegen steht. Das ist nicht falsch, aber man muss auch sagen, das machen wir zumindest und das machen, glaube ich, auch viele andere Marktteilnehmer, die Einkommensqualität, kryptisches Wort, ist eine andere. Man ist bereit, ich sage mal rein von den Zahlen, einen niedrigeren Return, sei jetzt mal statt 4%, 3%, um eine Zahl zu sagen, ist nur ein Beispiel jetzt, zu akzeptieren. Ja. Ich habe aber ein Objekt, was eigentlich immer 100% belegt ist. Bei einem Bürogebäude, wo ich vielleicht hoffentlich nicht nur einen Mieter habe, sondern vielleicht mindestens 5. Ja. Da ist trotzdem so, wenn einer aussieht, 20% Leerstand. Ja. Also wenn es auch nur ein paar Monate ist, beim Wohnen ist das ganz anders. Da habe ich immer diese schöne Stabilität und das ist eigentlich das, was ich als Investor an der Stelle mir als primäres Ziel suchen sollte. Und wenn ich das praktisch eben in der Strategie meiner Anlage von vorhandenem Kapital, wenn das da reinpasst, dann kann ich, wir machen selber das auch noch, wir machen aktuell noch Wohnentwicklungen. Jetzt ist aber, muss ich auch zugeben, ein bisschen gebremst, weil man natürlich jetzt ein bisschen abwarten will. Das hatten wir ja vorhin ja gesagt. Nicht? Warum soll ich jetzt so was starten, wo ich so schlecht kalkulieren kann? Aber sobald sich das wieder eingependelt hat, geht das sofort wieder los. Wir sind da sehr zuversichtlich. Und jetzt hatte ich das Beispiel in Stockholm gebracht. Immer diese drei Wohnungsgeschosse da oben auf dem ehemaligen Bürogebäude. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir unzufrieden sind. Nicht? Ist halt immer, sind jetzt nicht mehr so die Wohnblöcke, die man irgendwo hinbaut und das ist dann automatisch ein gutes Geschäft. Das ist halt, muss man jetzt ein bisschen speziell angucken. Ne? Ich meine, wenn man jetzt gerade mal Europa oder vor allem natürlich den Markt jetzt Deutschland nimmt, was wirkt stärker? Dieser demografische Wandel, wenn man mal so langfristig in so ein Objekt gehen, dann natürlich irgendwie immer älter oder eben potenziell vielleicht auch eine Form der Zuwanderung. Was ist so preislich das, was stärker wiegen wird? Oder wenn man mal auf die Mieten geht, also auf der Einnahmenseite? Das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht so genau. Ja. Ich kann jetzt nur auf dem von dem wenigen, was ich in der Hinsicht weiß, kann ich sagen, insbesondere die Urbanisierung. Das ist also demografischer Wandel, stimmt, das wäre unter dem der Schublade auch mit drin. Das ist, glaube ich, der wesentliche Treiber, weil ich habe neulich mal
ist immer so interessant, wenn man, gerade in München, nicht, da hat man das Thema, es ist ja eigentlich, wenn man das Wetter nicht hat, dann hat man irgendwie den Wohnungsmarkt in München immer toll, natürlich. Da kann man stundenlang drüber sprechen, jeder hat da eine Geschichte. Da ist immer so, ja, München ist so teuer. Ich so, ist das wirklich so? Also wenn man sich mal, ich will jetzt gar nicht München mit Paris und Sydney und London und so weiter vergleichen, aber man kann man ja mal spaßeshalber machen. Wenn man sich da anschaut, was man an Quadratmeterpreisen zahlt, um eine Wohnung zu kaufen, und was dem an erzielbaren Mieter gegenübersteht, Achtung, Überraschung, ist von 20 also bekannten großen Hauptstädten auf der Welt ist München am günstigsten. Mhm. Das heißt, ich habe da interessanterweise Quadratmeterpreise teilweise teurer als in Paris, in guten Lagen, also vergleichbaren Lagen, das ist immer Äpfel mit Äpfeln. Aber die Mieten sind zwar hoch im Deutschland-Vergleich, aber sind relativ niedrig hier. Mhm. Nicht? Also man muss dann immer genau schauen, was man da meint. Nicht? Und da ist eben in Deutschland, sprich, was Sie sagten nochmal, wie sieht das dann in Zukunft, ist natürlich schon ein Problem, dass jetzt so wenig gebaut wird. Das ist einfach ein Zahlenspiel, da braucht man gar nicht sagen, das wäre irgendwie gar nicht so schlimm. Oder das ist einfach schlecht, Punkt. Ja. So von der Entwicklung her ist es natürlich so, dass wir, wenn man sich jetzt bei uns ins Portfolio schaut, wir machen jetzt Immobilien weltweit seit 40 Jahren. Wir machen europäisches Wohnen seit 8 Jahren, erst, wenn man so will. Das Wohnen ist natürlich aufgrund des Verwaltungsaufwands ein bisschen ein spezielles Thema. Das muss man, also wenn ich sage, Komplexität muss man beherrschen, dann trifft das auch vielleicht auf uns zu. Also alles, was wir da nicht beherrschen, können wir ja per se nicht machen. Seit 7 Jahren geht das aber ganz gut. Die Verwaltung ist effizienter geworden an der Stelle, auch durch den technischen Fortschritt natürlich. Aber interessant, wir machen nur neue Flächen. Nur neue Flächen, weil, also wir machen versus, wir kaufen jetzt nicht 2000 Wohnungen in Berlin, Bestand im Wedding und versuchen die Mieten da zu steigern. Nicht? Was wir machen, sind explizit moderne Entwicklungen, die auch nachhaltig sind von der Bausubstanz. Heißt auch, das ist ein bisschen wie beim 911er, ne? Also ich denke mal, die nächsten Modelle werden jetzt nicht so wesentlich noch schneller die Nordschleife umrunden, weil irgendwann ist das auch so ein bisschen ausentwickelt. Nicht? Und das ist beim Gott sei Dank bei Bauen ähnlich. Also was ich jetzt da an Energieeffizienzen mittlerweile relativ einfach unterbringen kann im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Alles, was jetzt gebaut wird, wird, glaube ich, länger aktuell bleiben als etwas, was vor 30 Jahren gebaut wurde. Nicht? Ja. So, und dementsprechend planen wir im Prinzip nur neue Sachen. Und eben damit, weil natürlich das Energierisiko in Anführungszeichen natürlich überschaubar ist, dass die Regulatorik auf verrückte Ideen kommt. Genau, da habe ich das Thema. Also ich bin länger geschützt vor solchen Nachbesserungen, die ich vielleicht machen muss. Ja. Und ich komme natürlich jetzt mit wesentlich flexibleren Grundrissen die gesamten Gebäudestrukturen, als ich habe ja früher Architektur studiert, nur mal am Rand. Das ist schon wesentlich einfacher geworden, einfach dort bessere Produkte anzubieten. Es ist günstiger, klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sowas sage, jetzt im Aktien, aber im Wesentlichen kriege ich jetzt bessere Produkte, als ich das noch vor 30 Jahren bekommen habe. Und wie gesagt, flexibel ist ein Stichwort, die auch das Thema Homeoffice, damit eigentlich die Leute legen stärker Wert auf Aufenthaltsqualität. Es sind jetzt keine Schlafstätten mehr, sondern da muss auch ein bisschen mehr sein. Und das kann man eben in solchen Gebäuden ganz gut erreichen. Und die haben in der Regel dann auch flexiblere Grundrisse. London sehen wir das ganz gut, diese typischen ein riesen Wohnzimmer, eine Toilette und ein, zwei kleine Schlafräume, die da irgendwie noch so halb eingebaut sind. Was mache ich mit diesem riesen Wohnraum? Nicht? Mhm. Alles, was wir da neu machen, sind dann halt zwei vernünftige Schlafzimmer, ein bisschen kleineres Wohnzimmer mit einer Außenfläche, Balkon etc., zwei separate Bäder. Also alles, wo ich weiß, das wird auch in 40 Jahren noch gut funktionieren. Nicht? Ja. Und das ist eben, und natürlich dann energieeffizient, natürlich ein Power-WLAN da drin, alles diese Sachen, die es einem dann leichter zu machen. Da muss ich ja vielleicht die Farbe mal wechseln etc. Also, na gut, das sage ich jetzt, nicht? Aber ich denke schon, dass das nicht so spezialisiert ist und ein bisschen mehr atmen kann. Mhm. Ja? Also eher Finger weg vom Altbau. Ja. So schön er ist, so romantisch es ist. Ja, das ist aber so ein bisschen, wenn ich sage, so kaufen sich kein tolles Auto oder kein schönes Bild oder sowas. Das ist natürlich, das heißt ja, der so schön Liebhaber. Nicht? Ja, genau. Also, Altbau, aber wir wollen ja nicht über Liebhaberobjekte. Nee, wir müssen ja Massenmarkt. Nicht? Genau. Und das ist dann, das klingt so schnöde, aber es geht natürlich hier darum, letzter Satz nochmal zurück zu dem Wohnen. Das ist eben nicht so, das ist schon kritisch, nicht? Weil es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt hier und da mal ein bisschen Nachverdichtung macht, sondern man braucht halt wirklich Masse, auch viel. Das ist aber auch zum Beispiel das Thema Planungsgenehmigung, nicht? Geschwindigkeiten. Wenn ich jetzt was einreiche, ist es ein Unterschied, ob ich da innerhalb von 3 Wochen eine belastbare Antwort bekomme oder ob es ein halbes Jahr dauert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so oder so ist, aber da sind auch Sachen, wo man einfach mal von der Personaldecke vielleicht ein bisschen umdenken muss, dass die Genehmigungen da besser funktionieren. Ja? Und
ach, da gibt es natürlich viel, was man jetzt machen kann, nicht? Aber das ist ja, hilft so, gerade so, hierzulande kann man, da ist viel Besserungspotenzial. Na ja, klar, aber so oder so, das geht nicht von heute auf morgen. Das weiß man jetzt schon, nicht? Und das wird natürlich jetzt ein Thema. Wie würden Sie so diese ganze Speckgürtel um die großen Ballungsräume, Entwicklung die nächsten Jahre sehen? Wir haben natürlich, klar, gab Corona, dann haben plötzlich alle festgestellt, Stadt ist eng und scheiße, vor allem wenn man irgendwie nicht ins Büro kann und nicht raus kann. Also haben alle angefangen, wieder ein bisschen mehr aufs Land zu schauen. Das hat sich natürlich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, wo sich die Welt normalisiert hat. Andererseits ist natürlich Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Das wird auch Teil unserer zukünftigen Arbeitsstruktur mutmaßlich sein in irgendeiner Art und Weise. Ist so diese, ich sag mal, Aufwertung wieder des Speckgürtels, sprich das Grüne rund um die Ballungsräume, etwas, was die nächsten Jahre tendenziell attraktiver wird? Oder ist da schon der große Schwung nach der ersten Phase raus, weil man es hat sich doch wieder beruhigt? Na, das ist ein bisschen so wie vielleicht jetzt, sag ich mal, diese Lieferservice-Unternehmen, die jetzt gerade für letzten zwei Wochen so ein bisschen, sag mal, keine günstige Presse haben. Aber das ist eben so eine Art, das ist natürlich eine Gegenbewegung, die so ein bisschen nach so einer Phase ganz, also wenig überraschend ist aus meiner Perspektive eigentlich. Aber die gute Nachricht ist, eigentlich, dass so ein bisschen alles mehr parallel funktioniert. Mhm. Das ist das Gegenteil von dem, was ich fast sagte, Büromärkte. Ne? Die guten Büromärkte, die werden weiter steigen, tun sie ja auch. Und dann gehen die Preise hoch und zur großen Verwunderung eben die anderen eben nicht, nicht. Hier ist es ein bisschen, glaube ich, eher so, dass im Wohnbereich, dass so jeder Standort eine eher gleichmäßige Berechtigung bekommen. Nicht? Also ich sage jetzt mal vereinfacht, wenn früher im Stadtkerngebiet, in da schönen Wohngegenden die höchsten Mieten erzielt wurden, dann geht das langsam raus, nicht? Sobald man dann weiter rausbekommt. Ich denke eher, das ist eine Tendenz eher, das wird immer noch so sein, aber dass es sich eher angleicht, dass eben die wie Sie richtig sagen, Leute, die beispielsweise gerne von zu Hause arbeiten, dass die auch dann ein bisschen mehr Wert legen, dass auch dort im Speckgürtel die Wohnung vielleicht ein bisschen schöner ist, als die noch gewohnt waren. Vielleicht auch ein bisschen größer. Ein bisschen größer, wir zahlen auch ein bisschen mehr. Wir sehen das gerade zum Beispiel, wir machen eine Projektentwicklung außerhalb von Mailand. Ja, und da ist es eben genau so, dass wir eben diese modernen Flächen, also bei Mailand natürlich, wenn man diese alten Mietshäuser, das ist toll, nicht? Aber da hat auch ein paar Nachteile, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, jemand, der es gewohnt ist und irgendwann vielleicht da nicht mehr so zufrieden mit ist, der freut sich, wenn er auch mal eine richtig moderne Neubau an der Stelle hat, nicht? Aber da haben wir eben auch mit sehr günstigen Mieten übrigens, aber Mailand ist ja, wer das ein bisschen kennt, ist ja gar nicht so groß, also man kann relativ schnell hin und her. Eine tolle Entwicklung, was ich sagen wollte ist, die Leute akzeptieren dort für diese modernen und flexiblen und ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoller geplanten Objekte, zahlen die auch gerne, also zwischen 10, 15% gerne mehr. Mhm. Also von ihrem Budget zwacken die ja mehr ab, damit sie eben, und das ist ein Trend, den wir sehen, und der trifft auch dann diesen Speckgürtel, wo die Leute sagen, okay, sie sind bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Was dann wieder den Effekt hat, dass die Mieten sich ein bisschen angleichen. Das heißt, das Gute ist, während man früher noch in Anführungsstrichen schön wohnen konnte oder eben halt irgendwo wohnen musste, ja, Das attraktive Angebot, das interessante Angebot, ist wesentlich breiter gefächert. Mhm. Ja? Und das ist gut, weil dadurch habe ich natürlich im Prinzip mehr attraktive Flächen und so gesehen könnte man fast davon sprechen, dass sich dann der Wohnungsmarkt ein bisschen vergrößert. Aber das ist natürlich jetzt in absoluten Zahlen nicht der Fall, aber attraktive Ideen hinzu. Genau, aber der Ballungsraum ist schon was man auch, sagen wir mal, investitionsseitig durchaus im Auge behalten sollte, was ja früher war ja irgendwie neben die Innenstadtlage und that's it. Und der Speckgürtel wird in Anführungszeichen wichtiger. Ganz genau. Und da muss man eben schauen, wo ist dann meine S-Bahn-Station, wo ist der Sportverein, wo ist welche Schule. Ja. Und das ist eben das Schöne. Das muss man sich da halt leider genau angucken. Ja. Nicht? Also kann man nicht wie früher sagen, ich kaufe eine Wohnung in München. Passt schon. Ne? Das ist sicherlich auch nicht immer noch nicht falsch, aber da muss dann schon, wenn man wirklich ein gutes Geschäft machen will oder eine lohnenswerte Investition, muss man sich halt jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür. Nicht? Ja. Weil das Angebot auch größer ist. Das ist ja die gute Nachricht. Nicht? Also von daher. Und ich muss mehr quasi meine Mikrolage checken, was also so ein bisschen drumherum ist. Haben wir ja immer gemacht. Nicht? Also natürlich. Oder eben auch teilweise manche eben nicht. Ne? Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Genau, also in der Phase vor der Finanzkrise habe ich ja auch, da war ich ja auch schon dabei. Da war ich dann nicht bei Invesco, da war ich bei Morgan Stanley und da waren eben opportunistische Investitionen eben in hohem Wertsteigerungspotenzial, waren da sehr interessant, weil eben die Makroprognosen extrem interessant waren. Da musste man einfach sagen, okay, verwende ich jetzt noch 5 Wochen drauf oder kaufe ich es der Konkurrenz weg, damit ich meinen Markt, vollkommen richtige Entscheidung aus der Perspektive, da haben wir andere Kriterien, waren da wichtiger. Nicht? Heute ist das wieder ein bisschen, geht es ein bisschen mehr in den
ist es ein bisschen mehr, reflektiert es ein bisschen besser den Kerncharakter einer Immobilieninvestition. Also das macht man nicht mehr. Eine Sache noch zu dem, weil Sie es gesagt haben, wegen dem Homeoffice. Da ist, also meine Warnung, das stimmt. Ich würde es nur ein bisschen begrifflich anders einordnen. Ich denke, das funktioniert vielleicht noch besser. Also bei den vielen Gesprächen, die ich jetzt führe in Deutschland oder in Dänemark oder in Zürich, in der Schweiz, da sind viele, sagen ja, aber sie meinen was anderes. Was ich, glaube ich, raushöre, ist, was die Leute oder die Nutzer am meisten interessiert, ist, dass sie flexibel arbeiten, dass sie flexibel arbeiten können. Homeoffice bedingt, also die wollen zwar auch von zu Hause arbeiten, aber nicht nur von zu Hause. Sie wollen halt flexibel arbeiten. Und das ist ein bisschen was anderes als nur im Homeoffice sitzen, sondern das mache ich ja auch. Ich arbeite dann von der Hotellobby aus, von einem Büro, was wir im Ausland haben, oder einfach von zu Hause, je nachdem. Ich möchte flexibel sein, damit ich effizient und motiviert bin. Und da brauche ich aber auch das Büro, damit ich mich mit den Leuten die Köpfe zusammenstecken kann und wir uns da auch mal fetzen vielleicht oder ein paar tolle Ideen entwickeln. Das mache ich leider nicht übers Telefon, sondern das muss ich halt live vor Ort machen, am besten in der Kaffeeküche. Oder wie Sie es ja hier auch haben, schöne Flächen. Ja. Deswegen sind auch immer die also technisch Kommunalflächen, die früher, ich sage mal, in der Regel 40% eingenommen haben der normalen Bürofläche, sind jetzt 60. Das hat sich also umgekehrt. Ne? Ja. Reine Arbeitstische 40, Kommunalflächen 60, früher war es andersrum. Das ist immer effizienter, ne? Muss man sagen. Es macht mehr Spaß auch und man kriegt ein besseres Produkt. Aber so 100% von zu Hause arbeiten, das ist sehe ich jetzt selten, ehrlich gesagt. Aber dass man 100% im Büro arbeitet, sehe ich genauso selten. Nicht? Also man will da, glaube ich, flexibel sein. Das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen das auch durch das Covid beschleunigt wurde, und im guten Sinne, weil da kommt ein besseres Produkt bei raus. Okay, also fassen wir zusammen. Immobilienmarkt ist nicht tot als Investitionsfläche. Aber es gibt auch jetzt schon so die ersten guten, interessanten Kaufchancen, wenn man auch selber mal aktiv sein will. Aber man muss eben deutlich mehr Hausaufgaben machen, als das vielleicht früher vor 7, 8, 5 Jahren der Fall war. Genau, definitiv. Also das ist jetzt, ich will nicht das wiederholen, was Sie gesagt haben im Prinzip, aber es gibt jetzt wirklich sehr attraktive Chancen man muss sich die aber wesentlich genauer angucken, wenn man sie nutzen will. Oder man wartet noch ein bisschen. Ja. Sehr schön, das war sehr viel, sehr Spannendes dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch, super. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr Immobilien im Moment so als Investment seht. Seid ihr schon so ein bisschen am Suchen, vielleicht die eine oder andere Wohnung mal doch zu kaufen als Vermietungsobjekt? Oder sagt der ETF-Sparplan, reicht mir vollkommen aus und that's it. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.